Ich hoffe, Sie auch, liebe Zuschauer. Abendspiel, das Flutlicht ist an und ein wolkenloser Himmel. Angenehme Temperaturen. Der Rasen in einem idealen Zustand. Zwei Top-Mannschaften in bester Spiellaune. Also tauchen Sie doch einfach mit uns ein in diese wunderbare Kulisse, in diese wunderbare Stimmung. Geht es spektakulärer? Geht es eine wirklich spektakulärere Bühne als diese hier? Ich glaube nein. Und nun die Nationalhymne der Schweiz. Präsentieren. Beeindruckend. Eine ganz kurze Frage. Wer ist hier der Wichtigste auf dem Platz? Ich habe großen Respekt vor Andrei Jabolenko und ich glaube, so manchem Verteidiger geht es genauso. Seine Robustheit und seine Abschlussstärke machen ihn zu einem echten Klassestürmer. Ja, das wäre übrigens auch meine Einschätzung gewesen. Mal sehen, ob er denn seine Qualität auf den Rasen bringen kann. Das Spiel ist angepfiffen. Zinchenko. Der kommt in ganz gefährliche Region. Scher. Mit dem Klärungsversuch. Ricardo Rodriguez. Der könnte durchkommen. Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Die Idee bei diesem Pass war nicht schlecht, aber die Ausführung, die lässt zu wünschen übrig. Einfach mal rausgehauen. Ja, er hat ihn erwischt und dementsprechend gibt es Freistoß. Beide Teams versuchen sich in der Frühphase keine Blöße zu geben. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Die Schweiz zieht das Spiel schön in die Breite. Vor allem in der Offensive. Was hältst du davon? Ist das okay, Hansi? Ich glaube schon. Ich habe das Gefühl, dass sie jetzt versuchen, die Räume zu vergrößern, damit dann die eigenen Leute in genau diese freien Räume reinstoßen können. Physisch enorm präsent. Das sind natürlich genau die Situationen, die ein Stürmer nicht liebt. Mit dem Rücken zum Tor, der Gegner ist dran. Das konnte nichts werden. Hier ist Jabolenko. Rein damit. Und er ist zur Stelle. Erstmal weg aus dem gefährlichen Bereich. Zinchenko.
Jawohl, Einwurf. Nutze die Chance. Zu unkontrolliert. Und dann suchen sie den Abschluss aus dieser Distanz. Vielleicht hätten sie versuchen sollen, diesen Angriff besser auszuspielen. Ricardo Rodriguez. Noch gut 15 Minuten in der ersten Hälfte. Alles klar, Einwurf. Granit Xhaka. Granit Xhaka. Weiterhin 0-0. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Zuschauer, aber so ein Köln wäre schon ganz schick. Ja, Ball ist draußen. Zinchenko. Raus auf die linke Bahn. Ein super Pass. Gut abgelaufen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ball ist draußen, Einwurf. Seferovic. Seferovic wird hier klar gefault. So, ich denke, das ist meine letzte Privataudienz hier beim Schiedsrichter. Ja, der Schiedsrichter hat eine Menge Geduld und belässt es nochmal bei der Ermahnung. Aber irgendwann ist Feierabend. Der Schiedsrichter pfeift zur Halbzeit. Die riegeln das Tor hermetisch ab, kein Durchkommen. Alle Achtung, das nenne ich resolute Defensivarbeit. Die Ukraine geht ohne Tor in die Kabine. Das Gute daran, auch der Gegner. 0-0. Der Start in die zweite Hälfte. Auch wenn das Ergebnis eine andere Sprache spricht, sie sollten genauso weitermachen wie in den ersten 45 Minuten. Denn irgendwann, da bin ich mir sicher, werden sie sich für ihren Aufwand belohnen. Ja, gar keine Frage, das war faul. Also Freistoß. Keine Verwarnung. Der Unparteiische belässt es gerade noch so bei einer Ermahnung. Jarmolenko. Zinchenko. Stepanenko. Zinchenko. Jarmolenko. Seferovic. Falls Sie den Anfang der zweiten Hälfte verpasst haben sollten, Tore sind Ihnen noch nicht entgangen. Es steht immer noch 0-0. Ja, das sah schon nach Foulspiel aus. Ja, Schiedsrichter hat auch gepfiffen. Granit Xhaka. Ganz schwer für ihn. Der Gegner macht alles richtig. Er kommt nicht zum Abschluss.
Der geht weit. Da war er voll auf der Höhe. Embolo. Seferovic. Und dann ist er weg, der Ball. Jarmolenko ist der Adressat dieses langen Balls. Jarmolenko. Bisher kein so großes Spektakel, wie ich finde. Chancen sind hier Mangelware. Es gibt im Fußball bessere 0:0 Unentschieden und es gibt schlechtere. Das hier ist definitiv kein besseres. Zum richtigen Zeitpunkt zur Stelle. Der Ball wird länger und länger. Verlagert das Spiel. Stepanenko. Hier ist Seferovic. Zu viele Ballverluste. Vielleicht gewinnt am Ende hier tatsächlich die Mannschaft, die am ballsichersten agiert hat. Den hat er. Hat unglaublich viel Zeit, wie der sich hochschraubt. Also so machte den Torhüter keinen Angst. Frei vor dem Tor, freier vor dem Tor. Am allerfreiesten vor dem Tor, der macht das Ding nicht rein. Das ist einfach nur schlecht. Ja, und diesen Wechsel, den haben wir schon so erwartet. Und es müssen gleich zwei Spieler runter. Es muss etwas passieren, sagt sich der Trainer und bringt gleich zwei neue Spieler. Mal sehen, wie das jetzt die Struktur der Mannschaft verändert. Gut dazwischen gegangen. Genau das war nötig. Das ist nicht mehr regelkonform. Das muss Freistoß geben. Immer noch unentschieden. Ich bin gespannt, wie beide Mannschaften mit diesem Stand der Dinge in den letzten Minuten umgehen. Schlauer Pass. Und jetzt ist natürlich die große Frage, will einer von den beiden nochmal und... Er schießt! Alto Belli, was für ein Tor! Das sieht hier nach dem entscheidenden Moment aus. Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Du brauchst hier wirklich starke Nerven, aber halten die Nerven auch die letzten Minuten? Stepanenko. Aus und vorbei. Der Schiedsrichter schaut auf die Uhr und pfeift ab. Beide Mannschaften hätten das Spiel gewinnen können. In diesem Fall hat der Glücklichere die Partie für sich entschieden. Hansi, lass deinen Gedanken zum heutigen Spiel freien Lauf. Naja, da passiert einfach zu wenig vorne und das weiß der Trainer auch. Sie haben dieses Spiel verloren, weil sie es nicht geschafft haben, wirklich mal Dominanz im gegnerischen 16-Meter-Raum auszuüben. Die Fans gehen schon nach Hause, wir gleich auch. Aber bevor es soweit ist, noch ein recht herzliches Dankeschön an Hansi Küpper. Ich habe zu danken, Marco.
Thank you.